Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben es tatsächlich geschafft. ABS ist drin, wir sind am Kondidrom und wir haben tatsächlich RSX Entwicklerteam mit am Start hier. Ja. So, Matthias, dass du da bist. Erstmal zu euch. Ja. Wir müssen einmal kurz dieses Basisprodukt, weil ich wollte nichts Falsches sagen, erstmal vorstellen. RSX, was ist es? Wie lange gibt es das? Ist es schon auf dem Markt? Ja. Nur so ein paar, nur die Basics mal, weil es ist ja schon, es steht ja auch schon drauf, es ist ja ein Motorsport-ABS. Es ist ein reines Rennsport-ABS, genau. Es ist auf dem Markt seit wenigen Wochen tatsächlich jetzt und wir haben es über einen längeren Zeitraum entwickelt. Du hattest, glaube ich, im letzten Video gesagt, ein KTM-Crossbow. Mhm. Der GT2 GTX, der neue, der ist damit ausgerüstet. Auf diesem System haben wir dann auch ein Kit für jedermann entwickelt. Und wie lange entwickelt man da ungefähr? Wir waren, sind schon seit Ewigkeiten. Also ich mache Rennsportprojekte seit über 10 Jahren. Also da, wo ich noch Bobbycar gefahren bin. wir haben dieses System entwickelt. Das Neue jetzt, weil wir auch, ich habe ewig auf diesen alten BMW-Reglern, die man so kennt, haben wir auch viel entwickelt und auch nicht diese Anpassung, sondern wirklich kundenspezifisch entwickelt. Jetzt haben wir gesagt, wir haben seit 6 Jahren in Serie schon einen neuen Regelansatz. Heißt bei uns ABS-3, das ist ultraschnell. Also wir haben eine ganz andere Regelstrategie. Wir fahren nicht mehr diese Pulspausenmuster, warten ab, was macht der Reifen, reagieren dann irgendwann nach einer festgelegten Pause, sondern wir haben die Loopzeit halbiert, sind auf 5 Millisekunden mit dem ABS und schicken permanenten Druckrequest raus. Das heißt, wir sind ultra schnell, wenn du wechselnde Bedingungen hast. Ja, wenn du Copa hast oder sowas, um das nochmal zu droppen, der M4 GT4, der zum Beispiel der JP da gefahren ist, ne, kam in dem Video vor, dass der da über die Kuppe so drüber regelt wie nix. Das ist genau das Ding. Das ist, da ist da auch drin, von euch ein ABS drin. Das Serien für BMW appliziert, für das Fahrzeug appliziert. Aber vom Grundgedanken genau das Ding, dass du halt ultra schnell dabei bist, wenn du wechselnde Bedingungen hast, Radlaständerungen oder auch wechselnde Verhältnisse wie jetzt eine Ölspur, irgendwas. Also wir reagieren unheimlich schnell mit. Erstmal nur ganz kurz für die Zuschauer, ABS, was ist überhaupt ABS? Man greift einfach nur das Signal vom Rad ab, von allen vier, dass sich das Rad dreht. Wenn eins steht und die anderen sich weiter drehen, dann macht im ABS-Block das Ventil auf. Grob gesagt. So genau. Der ABS-1. Nicht erst, wenn es steht, sondern natürlich Schlupfbetrachtung, aber auch Radbeschleunigungen gehen da natürlich ein. Und also gerade das, was wir jetzt machen, ist wirklich ein Stabilitätsregler. Das heißt, das ist schon die erste Frage. Also es ist wirklich nicht so, Rad steht in einer hohen Auflösung, sondern wirklich errechnet sich ein Schlupf der einzelnen Rädern und regelt darüber das ABS. Also wir gucken, wo ist wirklich die Kraftübertragung am Reifen die größte. Also das ist bei so einer Schlupfkurve, kann man mal googeln, will ich jetzt nicht aufmachen oder in die Luft malen. Da gibt es einen Peak, da ist einfach die übertragbare Kraft die höchste. Und das ist so bei 10-15% Schlupf, je nach Reifen. Wir sind da adaptiv und probieren genau das einzuregeln, und um da eben die Maximum Performance zu erzielen. Das macht das ABS aber von alleine oder ist das eine Konfigurationssache? Keine Konfigurationssache. Macht er automatisch. Das ABS, wir erkennen, wann droht das Rad abzuschmieren, dann lassen wir Druck raus. Wenn es sich wieder fängt, also nicht erst, wenn es dann wieder stabil ist, lassen wir wieder Druck rein, sondern vorher schon. Wir probieren es natürlich zu führen, das Rad, und in dem Bereich zu halten. Das auch alle vier Räder einzeln? Jedes Rad einzeln. Einzeln, ne? Und nochmal, was... Das ist Konfigurationssache wiederum. Also wie sehr willst du bei wechselnden Bedingungen, du musst auf Gras ausweichen oder was, weil du, irgendjemand fährt dir... Ständig, halt in die Karre. Wenn ich überhole, kurz auf der Wiese. Genau. Und du musst da irgendwie halt anbremsen. Das ist eigentlich so eine klassische Splitbedingung, die du in einem Serienfahrzeug hast. Da wird das Fahrzeug unheimlich stabil gehalten. Bei uns konfigurierbar dann, wie aggressiv willst du da regeln? Wie viel Fahrerinput musst du geben, damit das Fahrzeug, also bist du schnell im Gegenlenken, dann kannst du es dir da aggressiver einstellen oder du sagst da ab. Das heißt, aggressiver heißt, dass das ähnlich bleibt, ja, links, du rechts? Du brauchst dann halt, auf der einen Seite kannst du nichts absetzen, auf der anderen Seite kannst du viel absetzen, bringt ein unheimliches Giermoment in kurzes Auto. Wenn du das dann ein bisschen zahmer konfigurierst, dann wird die Druckschere einfach nicht so groß gefahren. Dann ist nicht ganz Rad individuell geregelt nach Schlupf. Okay, aber kurz zur Technik, weil mich die Technik am meisten interessiert. Wie sieht dieser ABS-Block von innen eigentlich aus? Also hinten dran ist das Steuergerät, das ist klar. Dann haben wir logischerweise 2 Eingänge, 4 Ausgänge, ist auch klar? Auch klar, genau. Für den Vorderachskreis haben wir einen Drucksensor im Block. Deswegen hast du einen zweiten verbaut in der Leitung zum ABS, damit wir Waagebalken unterschiedliche Drücke vorne, hinten einfach das Druckniveau kennen.
macht es uns einfacher, wenn wir Blockierdruckniveau wissen, wo fängt das Rad an zu blockieren, das Rad wieder an dieses Niveau zu führen. Wenn sich's ändert in der Bremsung, auch kein Problem. Aber wir wissen über den Druck, wie viel Volumen müssen wir durch die Ventile verschieben. Also wie viel Bremsflüssigkeitsvolumen. Weil das ist das, was wir hin und her schieben. Über eine Druckdifferenz, Raddruck, Fahrervordruck. Das heißt, Druck vorne, hinten kann ich mir auch anzeigen lassen? Ja, klar. Ich weiß nicht, ich werde mich totspielen. Kannst du dir im Tool die Verteilung auch anzeigen lassen. Weil wir haben tatsächlich... Oder das Telefon müssen wir einmal zeigen. Das ist noch so retro, aber es wird niemals kaputt gehen. Es wird auch noch in weiteren 20 Jahren liegen. Hängt da noch. Okay, das heißt, ich kann es mir auch anzeigen lassen, weil wir haben tatsächlich einmal auf der Hebebühne vorne hinten Druck gemessen und mal ein bisschen an der Waagebalken rumgespielt. Mhm. Ist natürlich jetzt alle. Hat mich damals geärgert, dass ich nicht gleich Sensoren reingemacht habe, hätte man sich nämlich alles sparen können. Aber okay. Einfach, ja. Und dann haben wir vier Ventile. Wir haben Auslassventile, Einlassventile. Das heißt, wenn wir erstmal den Fahrer abkoppeln wollen, weil wir sagen, jetzt nicht mehr Druck rein, machen wir Einlassventile zu. Fahrer kann nicht dagegen übertreten. Das heißt, der Raddruck bleibt eingefroren. Wir können über ein Auslassventil Druck oder Flüssigkeit ablassen. Ablassen hört sich, du vergrößerst den Raum, dadurch nimmt der Druck ab. Die Bremsflüssigkeit kann in den Niederdruckspeicher, der hast du unten gesehen, als du es verbaut hast, die zwei für jeden Kreis Niederdruckspeicher, da kann die Bremsflüssigkeit sich ausdehnen. Dadurch wird der Druck geringer. Wenn wir wieder aufbauen wollen, lassen wir über das Einlassventil wieder Druck rein, von dir, vom Fahrervordruck. Das heißt, das Einlassventil ist eigentlich dafür da, wenn ich so Typ bin, ich fahre auf Schnee, die Räder blockieren vorne, es rattert, aber du willst halt nochmal 10 cm tiefer reindrehen. Das dann Rattern kommt dann von der Rückförderpumpe, die wird dir die Niederdruckspeicher wieder entleeren in dein Reservoir rein. Das ist das große Ding hier dran. Das ist die Pumpe, das ist der Pumpenmotor. Ah, das Ding innen ist eine Kolbenpumpe für jeden Kreis und dadurch wird über deine Leitung zurück ins Reservoir oder in den Hauptbremszylinder erstmal gefördert und das spürst du, das zurück. Ah, das heißt, wenn das Ventil zugeht, geht die Flüssigkeit wirklich durch die Leitung zurück, durch den Hauptbremszylinder in den Behälter? Flüssigkeit zurückgehen ist so eine Sache, weil die Flüssigkeit ist ja da drin. Ja. Aber er baut Druck ab in die Richtung. Er baut Druck ab in die Richtung. Okay, ja, ich habe auf jeden Fall schon was gelernt, weil ich konnte es mir nie vorstellen, wie das da drin aussieht. Und diese Ventile sind alle einfach nur elektromagnetisch angeschaltet. Genau. Okay. Gibt es jetzt technisch gesehen zwischen dem ABS-Block hier und einem Serien-ABS-Block von Conti, der irgendwo verbaut ist, einen Unterschied? Nein. Ist gleich. Okay, also es ist wirklich das Besondere an dem ABS, ist wirklich eure Software dahinter. Genau. Okay. Das ist eine Zusammenführung von elektronischem Regler, der gut gepasst hat, wo wirklich diese ganzen analogen, analoger Drucksensor können wir anschließen, wir können die analogen Drehschalter anschließen, wir haben da einfach viel Input-Output-Eingänge, Ausgänge. Und dann kommt jetzt noch dazu, was mussten wir alles anschließen? Haben wir ja teilweise schon erklärt. Viermal Raddrehzahl ist eh klar. Druck für die Hinterachse ist auch klar. Ist sowas in der Serie? Misst der auch den Druck hinten? Nee. Der hat nur den Druck vorne, also nur den Eingangsdruck, ne? Nee. Früher hattest du bei den Systemen oft zwei Drucksensoren am Hauptbremszylinder, einen Tandemzylinder, hast du an beiden Kreisen Druck. Wir haben sie jetzt alles in der Anlage drin, da wir aus der Serie tatsächlich eine Anlage genommen haben und den Hydraulikblock auch. Da ist nur noch einer drin aus der Serie, weil es halt gespart ist. Du brauchst nur noch einen in der Serie normal, weil du auch gleiche Drücke hast in der Serie vorne hinten. Okay. Hast du das nicht, die meisten sind eh diagonal aufgeteilt, dann das bringt es nicht. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen aber den zweiten Druck, weil wir fahren so unterschiedliche Drücke. Dann Thema Schalter, da gehen wir später darauf ein, was wie wo da passiert. Letzter Punkt ist nur noch Gierratensensor. Hat ein Original ABS auch immer? Oder ist nur in eurem Motorsport ABS? Du kriegst kein ABS heutzutage mehr ohne ESP. Fürs ESP ist es extrem wichtig. Wir haben immer mehr so Sensorik dazu genommen. Früher haben wir immer die Module getrennt gehalten. Mhm. Es gab ein ABS, TCS, ein ESP. Und das ABS und das TCS sollte wenig ESP-Signale nutzen. Ja? Wir sind da heute weiter. Mhm. Und wenn sie verfügbar sind, muss dann halt so ein Fail-Safe-Konzept haben. Was ist, wenn es wegfällt? Welche Ebenen schalte ich zurück? Was fahre ich runter? Das macht die Sache komplex. Wird heutzutage in dem ABS natürlich immer genutzt. Aber für die eigentliche ABS-Funktion früher hat man es eigentlich nicht gebraucht? Nein. Okay. Wofür brauchen wir einen Gierratensensor? Hier kurz zur Erklärung. Gierratensensor erkennt eigentlich nur die ganzen Beschleunigungen vom Auto, also quer und längs. Genau, wir haben 6 Freiheitsgrade. Wir haben 3 Beschleunigungen, also alle 3 Achsen längs, quer und um die Achsen die Drehraten. Querbeschleunigung, Längsbeschleunigung ist für uns, fürs ABS äußerst wichtig. Weil wir daran auch, wir sind ja eine Motorsport-ABS, wir limitieren nicht bei irgendeinem, also in der Serie sagst du irgendwann 1,3G, das ist nicht mehr plausibel. Ich habe da meine Referenzgeschwindigkeit, die rammt mit so einem Gradienten runter, wenn
das Auto mehr kann, da kommt dann das ABS nicht mehr mit. Mhm. Wir hängen hier an dem Sensor, an dem Sicherheitsfaktor, also wir gucken wirklich, was kann das Auto und das erlauben wir dem Auto. Also, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass sich das ABS so einregelt, dass er maximale Gehkraft beim Bremsen oder so macht. So eine Regelfunktion ist ja nicht hinter. Nee, wir nutzen die Sensorik tatsächlich auch quer natürlich für eine Kurvenerkennung und dann abzuschätzen, wie haben wir hier, kommen wir gleich im Tool, Radstände, ist natürlich abhängig von deinem Fahrwerk. Wie viel Aufstandskraft hast du, aber das wird alles moduliert, das sehen wir ja, wann schmiert ein Rad ab und dann wird das aus der Querbeschleunigung auch berechnet. Ich stelle mir bei ABS halt wirklich noch so stumpf vor, einfach vier Räder, wenn sie blockieren, wird halt aufgemacht und fertig und ist egal, ob Kurve, geradeaus, links, rechts, vorne, hinten, ja, ist jedes Rad einzeln. Komplexer geworden. Also ist mittlerweile komplett schon... Komplett entlastetes Rad funktioniert nicht, das genauso zu regeln wie ein komplett aufstandskraftbelastetes Rad. Also okay. Deswegen verstehe. Wird alles genutzt, was wir haben. Der Code ist relativ komplex. Ja, nachdem jetzt hardwaremäßig alles funktioniert, Bremse ist entlüftet, mal gucken, ob es reicht, ob man sie nochmal entlüften muss. Ist halt manchmal so beim neuen ABS und wenn alle Leitungen neu sind. Jetzt müssen wir das Ganze konfigurieren. Genau. Das ist ein Freeware-Tool, was theoretisch jeder hat. Also das kann jeder konfigurieren. Genau. Soll auch jeder konfigurieren? Ja. Das lädst du runter. Das kannst du bei unserem Händler runterladen, jetzt auch schon. Genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir das einfach mal durch, wie, wo, was wir da so... Genau, das kann ich hier Sachen... Das ist aber einfach, die Software kriegt jeder. Also ist von jedem eine Software... Das ist eine Software. Die gleiche, okay. Und wenn die reingeladen ist, dann können wir hier anfangen mit konfigurieren. Genau. Mhm. Fünf Knöpfe hier, ne? Das ist nicht viel. Powertrain, Gearbox. Es macht echt einen Unterschied, ob Automatik oder Schalter? Wir können dann zusätzlich Signale, wir haben ein CAN-Frame, da können wir Signale empfangen vom Getriebe und dann weiß ich halt, wenn in der ABS-Bremsung runterschaltest, dann sind wir da ein bisschen nicht so sensibel, weil auf dem Radstoff, der eben kurzzeitig durch so einen Schwungmasseneffekt reinkommt. Ja. Reifenumfänge können wir auf dem CAN empfangen, das heißt, wenn du jetzt unterschiedliche Regenreifen, Slickreifen hast, die mit unterschiedlichen Umfängen, kannst du einfach sagen, ich schicke die per CAN. Und wenn du das änderst auf dem CAN, dann schalten wir um. Das heißt, dahinter ist theoretisch der Gedankengang zum Beispiel, ich könnte sie mir ins ADU reinprogrammieren und über so ein CAN-Keyboard einfach 1, 2, 3 anklicken, welcher Reifen drin ist und der schickt es dann raus. Genau, ohne dass du hier ins Tool musst und unter Parameter hier dann die Reifengröße neu eingeben musst. Wir haben eine EBD. EBD ist Electronic Brake Force Distribution, also die elektronische Bremskraftverteilung, wo man der Hinterachse einfach ein bisschen feinfühliger, ein reines ABS, performanceorientiert, regelt halt sehr dynamisch. Es kann für die Hinterachse, für eine entlastete Hinterachse einfach zu dynamisch sein. Das heißt aber, das findet auch mechanisch da drin statt, wie ein Bremsdruck, Minderer, Regler? Nee, das nicht, nein. Ist schlupfabhängig. Also wir gucken, wenn Schlupf auftritt, wird halt erstmal limitiert. Wir haben zum Beispiel auch in der reinen EBD-Funktion wird die Pumpe eigentlich nicht benutzt. Also das heißt, du hast nicht so die Pedalrückwirkung, sondern es wird Niederdruckspeicher abgelassen. Aber erst wenn dann irgendwann das Modell sagt, Niederdruckspeicher ist fast voll, dann wird die Pumpe angeschmissen, aber voll. Das heißt, wenn wir das jetzt anmachen und ich drehe den Waagebalken trotzdem nach ganz hinten, wird schon mal auf gar keinen Fall das Rad hinten blockieren? Nein, blockiert nicht. Und was würde er machen? Er würde dann das Einlassventil zumachen. Genau. Sobald der Schlupf sieht und auch langsam ablassen. Das heißt, Auslass. Das Pedal müsste ziemlich hart werden in dem Fall. Ja, also vorne kannst du noch nachtreten. Vorne hast du viel größere Bremssättel, schiebst viel mehr Volumen vorne rein. Weil dann ist es ja eigentlich, wenn man es genau betrachtet, was ähnliches wie in einem Bremsdruckminderer, indem ich halt einfach die Ventile dazu mache. Ne? Ist ja schon irgendwie. Schlupfabhängig, ist geregelt. Geregelt, ja klar, aber schon auch mechanisch begrenzt und jetzt nicht irgendwie. Ja, da ist das Ventil ist genau wie ein Begrenzungsventil, was zumacht. Ja. Und dann kann man noch so ein bisschen konfigurieren, was wir so an Zusätzen dran haben. Ne? Wie hast du deinen Mode-Switch dran? Den können wir auch über den CAN empfangen oder du machst halt den mitgelieferten. Schließt du an, so wie du es gemacht hast. ABS on-off auch über CAN oder dann was für Radsensoren? Da können wir Drehrichtungserkennende konfigurieren oder was du halt hast. Wirum ist die IMU, also der Querbeschleunigungsdrehratensensor eingebaut. Den können wir in zwei Richtungen einbauen, Stecker vorne, Stecker hinten. Lenkwinkelsensor können wir auf dem CAN empfangen. Da gibt es eben, wir haben eine vorgefertigte CAN-Botschaft, wenn du die bedienst. Können die auf dem IMU-CAN empfangen, auf dem Private-CAN quasi, oder auf dem Fahrzeug-CAN. Das heißt, das ist dann, wie es verkabelt ist. Wie es verkabelt ist,
wie du wenn du keine Gateways hast, mit denen du die Signale übersetzt, kannst du hier alles einstellen. Lenkwinkelsensor, wofür brauchen wir den? Wir machen darüber hauptsächlich Stabilitätskriterien. Also wir haben kein ESP. Wir bauen nicht aktiv Druck auf, niemals, sondern das, was du bremst, regeln wir schlupfabhängig runter. Ja? Wir werden den Druck niemals erhöhen können. Gibt die Funktion einfach nicht her. Die Technik theoretisch auch nicht, weil dann bräuchten wir nochmal eine Pumpe, die das kann überhaupt. Die Pumpe kann das. Die könnte das auch. Du brauchst zusätzliche Ventile, die eben das noch erlauben. Die sind in dem Block drin, die sind nicht aktiv. Noch nicht. Wir bieten Zusatzfunktionen. Wir benutzen das als Entwicklungsbasis für verschiedene Kunden auch natürlich, bieten auch Vollfunktionen an. Das heißt aber, von der Hardware her würde es theoretisch tatsächlich gehen, da einen ESP rauszumachen? Ja. Cool. Ja. Ist natürlich nicht Gold. Würde ich zwar immer ausmachen, aber... Wollen die meisten Rennsport gar nicht haben, ne? Nee. Diese Torque-Vectoring-Funktion, die du mal erwähnt hast, die ist dann natürlich auch möglich, weil die wirkt wirklich abhängig von auch deinem Lenkwinkel. Wenn du schnell einlenkst, denn die Gefahr ist, du überfährst den Reifen, bauen wir dann Druck auf an der Innenseite und bringen dann Gehmoment rein. Mit der Sperre ist so eine Sache, muss man probieren. Der Sperre ist es eigentlich egal, ob das Moment an der Straße abgesetzt wird oder gegen deine Bremse. Das heißt, wenn du da momentenfreie Gleichheit herstellst, kann es sein, dass es die Sperre öffnet und du auch dadurch besser in die Kurve kommst, weil die geschlossene Sperre schiebt dich halt immer geradeaus. Ne? Aber das mit dem Torque Vectoring war von mir falsch dargestellt. Es ist serienmäßig, sage ich jetzt einfach mal, so wie man es von euch bekommt, da erstmal nicht vorgesehen. Richtig, genau. Das ist ein ABS. Aber man könnte jetzt bei euch irgendwelche Zusatzserviceleistungen buchen und ihr würdet das für jedes Auto explizit immer fertig machen, weil es einfach nicht auf Knopfdruck funktioniert. Ja. Torque Vectoring funktioniert in der Serie tatsächlich so, dass du auch gleichzeitig Motormoment erhöhst. Das heißt, du musst mit dem Motor sprechen, weil du willst das, was du wegbremst, willst du eben kompensieren. Wenn du es nur über die Bremse machst, es ist keine einfache Funktion, weil es kostet auch Bremsbeleg. Belege, ne? Also du hast Belagverschleiß. Die sind da zum Glück nicht so teuer. Das ist, glaube ich, 100 Euro für die Hinterachse, deswegen. Okay. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, war ich selber auch so verwundert, weil es wird ja schon ganz was anderes sein, ob ein Auto 2 Meter Radstand, 4 Meter Radstand, weil es ist ja auch irgendwo dann schon auch eine Funktion, die das Auto in dem Moment, ich sage jetzt mal vorsichtig, außer Kontrolle bringt, was man ja gerade auch will. Und das hätte mich auch gewundert, wenn das so auf Knopfdruck einfach... Du kannst ja mitten funktioniert und übersteuern auch einfach. Genau, natürlich schmeißt die Karre rum. Also wir haben dafür auch noch keine Strategie, wie wir das dem Kunden leicht parametrisierbar machen. Hier sagen wir ja, der Kunde kann anpassen über leichte Schalter, also Schieberegler, ABS-Funktion anpassen, EBD-Funktion anpassen und das ist verständlich. Wenn du es nicht ganz grob falsch konfigurierst, geht nicht so viel schief. Okay. Ja, wir würden jetzt sagen, wir laden jetzt mal hier deine Kodierung, geht hier weiter. Wir müssen hier eingeben, Achslasten Spurweite, vorne, Radstand, einfach so Geometrieparameter. Wir müssen natürlich wissen, wie groß ist das Rad. Wofür braucht das ABS diese Daten? Also würde ich selber einen großen Unterschied merken, wenn ich da jetzt, keine Ahnung, vorne 500 Kilo mehr eintrage? Prozentual kommt es natürlich drauf. Also bei deinem Fahrzeug, ja, weil wir rechnen natürlich abhängig, das ist eine Masse, die, wenn die Gesamtmasse ungefähr passt, ja, du hast halt die dynamische Achslastveränderung noch und die Gesamtmasse, die halt verzögert werden muss. Ne? Und je nachdem, wie viel Bremskraft bringst du auf, das ist halt das, was das Fahrzeug verzögert und die Masse muss verzögert werden. Das ist sehr modellbasiert, das Ganze. Also wenn da in der Basis grob was falsch ist, wirst du die Auswirkungen merken. Das heißt, man kann sich das grob vorstellen wie so eine Art Vorsteuerwerte für die Berechnung des Schlupfes am Ende? Oder wie muss ich mir diese Werte vorstellen? Was machen die in dem Steuergitter? Die ganze Physik ist modelliert, ne? Und eine Masse will verzögert werden. Das geht nur über die Aufstandskraft und so viel kannst du je nachdem wie viel Reibwert, so viel kannst du halt absetzen. Und wie viel Bremskraft hast du, wird über den Bremsdruck, kommt hier auch noch Bremsensetup, geben wir Reibringradius von deiner Bremse ein und alles. Und das ist schon ein Modell. Wenn da irgendwas grob in der Hecke liegt, dann passt halt nicht mehr und dann wirst du es an den Druckmodulationen spüren. Die passen dann einfach nicht. Dann sagt er, ich will so und so viel abbauen, das passt nicht mehr. Und dann merkst du, ich habe Rein-Raus-Regelungen irgendwie, die einfach unschön ist, die auch performance-seitig natürlich sich bemerkbar macht. Also auf jeden Fall brauchen wir halt Achslasten, Radstand, Spurbreite, Schwerpunkthöhe, können wir natürlich nur schätzen, wissen wir jetzt nicht so. Dynamik. Radumfang vorne, hinten, dann noch was zum ABS-Sensor.
und dann auch noch das Verhältnis vom... Vom Lenkwinkel. Ja, was macht das Rad? Ist das bei allen Autos gleich oder ist das tatsächlich bei... Nö, das ist von deinem Lenkgetriebe abhängig. Ah, krass. Ich hätte gedacht, die sind alle ziemlich ähnlich. In der Straße, ja. Es sei denn, wir hatten mal ein Auto gemacht. So ein auf 45 km/h limitierte, diese mit Mofa-Kennzeichen. Da hast du ganz schön kurbeln müssen, um überhaupt um die Ecke zu kommen. Also da gibt es schon Unterschiede, aber das ist natürlich in einem vernünftigen Fahrzeug. Wir haben da mal voreingetragen, 15. So, das waren jetzt erstmal die Parameter. Dann kommen wir zu den spannenden Sachen. Okay, dann müssen wir noch einmal eintragen, wo der Gierradensensor hin muss. Genau. Der ist bei dir, schön in der Mitte. Ja. Und wir haben die Distanz zur Frontachse. Ja. Das ist einfach. Beim Setup ist schon ein bisschen... Das fand ich interessant, ja. Das erste gleich. Man muss tatsächlich angeben, ob der Bremssattel fest... Also ob es ein Festsattel oder ein Schwimmsattel ist. Ja, weil, ich kann es dir hier zeigen, sagen wir, wir erwarten eigentlich von niemandem, dass er den Bremskoeffizienten kennt. Das heißt, wie viel Newtonmeter Bremskraft zu einem Bardruck. Also das erwarten wir nicht, sondern wir sagen, du darfst hier das über dieses Setup hier unten wird das ermittelt. Und da ist tatsächlich wichtig, was es für ein Sattel, weil deine Kolbenfläche einfach bei dem Schwimmsattel ist es ja nicht nur der Kolben, der in dem Schwimmsattel ist, der eine, sondern der verschiebt sich ja auch und der stützt sich an der Rückwand ab. Das heißt, du hast eigentlich eine bessere Effizienz beim Schwimmsattel. Du hast mit gleicher Kolbenfläche die doppelte Bremskraft am Rad tatsächlich. Weil es ja von beiden Seiten drückt. Es drückt von beiden Seiten, Aktion, Reaktion, und der stützt sich irgendwo ab und das geht über die andere Seite. Und deswegen macht der eine Kolben eigentlich wie ein Kolben, der sich in beide Richtungen entfaltet. Aber wir mussten hier tatsächlich eintragen, auch den Durchmesser der Scheibe, also den Durchmesser, wo bremst, um die Fläche zu berechnen. Dann auch die Fläche vom Kolben im Bremssattel und tatsächlich sogar auch den Reibwert vom Bremssattel, vom Bremsbelag. Und wenn ich da auch was Falsches eintrage, würde ich es auch sofort merken. Das merkst du. Reibwert vom Bremsbelag. Ich hoffe, ich konnte mich noch richtig erinnern, was hier so verbaut ist. Ja, also prinzipiell. Angenommen, ich Serie 03 und Rennsport, muss die Daten angucken, gab es schon sehr. Ja. Sehr, und wir haben ja gesehen, bei deinem steht 06 tatsächlich. Das ist schon. Ja, ja, für der vordere Belag, der war griffig. Ja. Wenn ich jetzt aber statt einer 04 eine 06 eintrage, dann wird das ABS auf jeden Fall denken, ich komme mit weniger Bremsdruck zurecht. Genau. Das heißt, es kann passieren, dass er die Einlassventile schon so vorsteuert, dass es am Ende nicht mehr passt. Wir regeln immer noch einen Schlupf am Ende des Tages. Aber die Druckmodulation, es wird dir nicht gefallen. Okay. Das wirst du merken und dann kannst du vielleicht nochmal gucken. Ich versuche das euch so ein bisschen verständlich zu machen, was da drin passiert. Okay, ja, weiter geht's. Jetzt kommen wir schon zum Tuning. Tuning ist immer gut. ABS-Tuning-Parameter ist sehr überschaubar. Wir wollen es natürlich einfach halten. Wir haben einen Stability Index, das heißt, den Fokus ein bisschen verschieben, Stabilität zu Performance. Wir wollen nur Performance. Ja. Dann schieben wir den da mal rüber. Da das Auto ja gar nicht auf der Hinterachse überbremst, fangen wir mit Max schnell an. Also für heute ist es ja erstmal so, wir wollen hier keine Kurvenreihenbremsung oder ähnliches machen. Es geht nur, wenn wir es hoffentlich noch schaffen. Wir werden nur geradeaus bremsen und einfach mal ein bisschen Bremsweg messen. Dafür ist natürlich Performance am besten. Es ist eher die Stabilität, also so ein Kompromiss, Stabilität, Performance. Ne? Beim Geradeausbremsen merkst du davon nichts, was du da einstellst, weil da sind wir performanceorientiert. Okay, da, verstehe. Sobald der Lenkwinkel dazu kommt oder auch die Beschleunigung aus dem Sensor, sehen wir, okay, du willst in die Kurve rein, wir erleichtern dir das Einlenken, indem wir den Druck richtig verteilen. Das heißt nicht nur übers Lenken, sondern auch über die Kraft, dass das Auto in dem Moment beim Einlenken... Schon schlupfabhängig. Also wir machen auch auf der Bremse keine vorgesteuerte Bremskraftverteilung, also so eine Art Torque Vectoring, machen wir auch nicht, sondern schlupfabhängig. Wir sind ein ABS. So. Druckmodulation kannst du hier nochmal einstellen. Mhm. Dynamisch, weniger dynamisch, moderat haben wir es genannt. Was heißt das? Also du wirst es merken, ja, wie hochfrequent wir quasi regeln. Ne? Okay. Also, du bist der Profi, sag du mal, was wir da so einstellen sollen. Vierer da anfangen und wenn wir dann sagen, naja, das ist uns zu dynamisch, vielleicht kriegst du sogar, also gerade wenn wir die EBD, die Bremskraftverteilung ausschalten, ich würde es fast sagen, aus dem Stand jetzt für das Auto, leicht auf der Hinterachse, wirst du mit dem dynamischen ABS da niemals glücklich werden. Mhm. Das wird dir springen, die Achse, das funktioniert nicht normalerweise, das ist zu dynamisch dann. ABS ist eh schon dynamischer als die EBD-Funktion und dann auch noch auf dynamisch eingestellt. Ja, dann lass uns weg. Aber die EBD-Funktion würdest du schon anlassen? Würde ich anlassen. Okay.
Was war das eine Sache, hatten wir noch gerade die... Vorder-Hinterachse. Genau. Achso, Vorder- und Front- und Rear, okay, verstehe. Modulation. Das heißt, ich kann auch theoretisch schon die hintere auch ein bisschen dynamischer und die vordere ein bisschen moderater machen. Ja, ja. Und das merkt auch der Fahrer so ein bisschen, wie das dann regelt. Ja. Aber das wird man dann schon wahrscheinlich eher auf der Strecke beim Anbremsen, wenn man eine Bodenwelle kommt, wenn man ein bisschen lenkt und so weiter, mehr zum Tragen kommen, als wenn wir jetzt gleich von 100 nur auf 0 bremsen. Ja, doch, das merkst du auch bei so klinischen Bremsen, klinischen Manövern, kannst du das schon rausfahren. Bin echt gespannt. EBD-Tuning. Haben wir so einen Regeleintritt, den kann ich hier, das ist einfach, Parameter ist halt so. Und 300 reicht, Kama. Ja, der wird extrapoliert. Also, wenn du schneller bist, dann geht's auch weiter. Geht's auch weiter. Wobei, es ist eine Matrix, nein, der bleibt auf dem Wert, auf dem letzt eingestellten, es wird nicht extrapoliert. Ja, ja, das reicht aber. Das heißt, das Ding das macht... sagst du hier einfach, später Regeleintritt, früher Regeleintritt, da kannst du ein bisschen was... Ah, okay, das heißt, ich kann, wenn ich langsamer fahre, kann ich es später regeln lassen, genau, weil ich da eher mit dem Heck klarkomme? Mhm. Cool. Ja. Es sind jetzt keine Prozentschlupfwerte, die dahinter stecken, da ist ein bisschen mehr verknüpft, aber... Ja. Und auch nochmal die Druckmodulation, also die Dynamik oder der EBD-Funktion. Boah, ich sehe mich schon totspielen mit dem Ding. Nee, alleine mal so, dass du auch wirklich so mal auf so richtig dynamisch auf Hinterachse machen. Okay, aber ich kann mich trotzdem theoretisch, würdest du behaupten, ich kann mich damit noch drehen beim Bremsen? Ja. Geht schon noch. Also mit, wenn es glatt ist und du so eine Bremsung lang stehen lässt und das genau schon vorher auf die Kante stellst, ja. Und dann noch den Druck, dass du dynamisch deine Lastverteilung so hast und hinten eigentlich das Auto fast in der Luft ist, kannst du dich da, wenn du nicht, also kann man mal gucken, wie kann man die Dynamik rausnehmen, wie kann man den Fokus auf Stabilität statt Performance setzen, dann endest du irgendwann beim Dreikanal-ABS. Du sagst hinten Select Low, das heißt, sobald das innere Rad schlupft, mache ich aus äußere komplett stabil, Druck raus, dann kann irgendwann nicht mehr viel passieren, aber dennoch, Es muss reagieren und wenn du es vorher schon voll auf die Kante stellst. Wird schon. So, okay, weiter. Was machen wir jetzt? Können wir hier das Menü durchgehen. Wenn wir verbunden sind, ist das alles noch ein bisschen bunter und schöner. Okay, die ganzen Sensoren kalibrieren. Genau, das müssen wir machen. Wir können ja auch nochmal befüllen. Prinzipiell empfiehlt sich nach dem Einbau hier so ein Pumpflush. Wir brauchen keine komplette Befüllroutine, wo alles Ventile nochmal und Pumpe angeschmissen wird, machen. So ein Pumpflush empfiehlt sich, aber wir liefern die Anlage vorbefüllt. Also gerade in diesem inneren Kreis, der ist vorbefüllt. Das heißt, du kannst standardmäßig befüllen und bist da eigentlich fein mit. Ich lese noch eine Sache. Diagnostics, das heißt Fehlerspeicher. Das heißt Fehlerspeicher, genau. Genau, wir können Fehlerspeicher lesen, Fehlerspeicher löschen. Wir kriegen hier unten, wenn ein Fehler eingetragen ist, wann ist er aufgetreten, weil tragen wir so ein paar Daten ein, welche Geschwindigkeit, welche Querbeschleunigung, dass du vielleicht sagen kannst, wo ist es ungefähr aufgetreten. Wir sind dann in Kooperation, dass wir auch eine GPS-Daten da mit dazu nehmen können demnächst, dass du es direkt siehst, da an der Stelle. Und eine Detailed Failure Description, das heißt so ein paar Hints, was kann die Ursache sein für diesen Fehler. Okay, dann lass uns gut. Also hier haben wir hoffentlich unser Kabel dafür. Dafür brauchst du jetzt dieses Tool? Genau, das ist ein Kenndongel. Anschließend werde ich mich nämlich einsetzen, wir treten mal ein bisschen die Bremse. Kenndongel ist dabei. Er liest jetzt zum Steuergerät so ein paar Basisdaten aus. Wir sehen, welche Softwareversion ist drauf. Die können wir eben, wenn ich hier so einen Container lade, haben wir Programming auch, kann ich leicht ein Software-Update machen. Also wir entwickeln das, wir sind noch im Anfangsstadium, wir haben es jetzt soweit, dass wir es released haben. Aber wir entwickeln ständig weiter. Ne? Also, und hier kann man einfach Update Firmware, dann läuft das los. Ja, jetzt gehen wir wieder hin, sagen, deine Konfiguration wollen wir. Wir können jetzt mal gucken, da ist jetzt natürlich noch einiges an Fehlern drin, weil wir es noch gar nicht konfiguriert haben. Steht ja auch, wir müssen die Sensoren noch kalibrieren. Sieht man jetzt mal hier einen Fehler im Stillstand aufgetreten. Steht einfach Hardware-Error. Okay. Das ist für den Drucksensor. Das war's. Das ging ja schnell. Genau. Und hier genauso, Flash-Parameter. Zack, fertig. Nur auch die Sensoren kalibrieren. Wir stehen hier nivelliert, als man das so sagt, und gehen hier rein. Kalibrieren den Längsbeschleunigungssensor, kalibrieren den Querbeschleunigungssensor, kalibrieren den Drucksensor. Jetzt können wir Live-Data theoretisch mal... Genau, jetzt gehen wir nochmal hier rein und sagen, müssten fehlerfrei sein, keine Fehler mehr. Cool. Alles gut. Kannst du loslegen. Kannst fahren. Können wir einmal Live-Data? Ich will mal einmal Bremse treten. Ja, klar. Ich schmeiß mich hier mal einmal rein. Also du hast hier einmal Live-Data tatsächlich als... Hast du hier halt wirklich... eine ganze Liste an Daten als Liste.
Das, was dich jetzt interessiert, ist tatsächlich hier Geschwindigkeit, Bremsdruck, ne? Und die Verteilung. Wenn du ein bisschen mehr drückst, dann zeigen wir die auch prozentual an. Du hast beim Lösen halt einen anderen Druck mit so einem Waagebalken als beim Reintreten. Und Aber wir sind beim wenn du es Reintreten, sind wir hältst, ungefähr bei 55, 45, ja, sehe ich Sie. genau, wenn du es hältst, bist du bei 55, 45. Einmal am Rad drehen hier. Ja. 40 vorne, 60 hinten. Ja. Ändert sich schon recht viel, ne? Von 55, 45. Okay. Ja. Wäre jetzt natürlich fies, so loszufahren. Wir drehen immer wieder komplett zurück. Wie du möchtest. Nee, wir machen das gleich draußen. Und dann geht das los. Okay, ja. Also ist schon doch ein bisschen aufwendiger, das alles zu verbauen, zu konfigurieren und so weiter. Sollte man auch schon gewissenhaft machen, weil ist halt Bremse und auch ein bisschen Zeit mitnehmen, ein bisschen Plan mitbringen. Aber es ist auf jeden Fall machbar. Ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, kriegt man nicht hin. Okay. Hier siehst du, wenn du die Bremse trittst, auch haben die Möglichkeit, über einen Ausgang sogar ein Bremslicht zu steuern. Ja. Ich würde vorschlagen, wir nutzen die letzten Minuten helles Licht und fahren einfach mal los und machen mal ein paar Bremsungen. Bin gespannt. Wie ist deine Prognose? Habt ihr da Erfahrung mit, wie viel der Bremsweg kürzer wird mit und ohne ABS? Nicht direkt, weil wir machen Bremswegmessung, ist ein klassisches Ding, Autozeitung. Wir haben gerade vorhin mit den Reifenkollegen gesprochen, dass wir sowas angehen, so ein Thema, um das einfach mal greifbarer machen. Aber im Moment ist halt ein Slickreifen, damit machst du keine Bremsung 100 zu 0. Sondern du willst eigentlich ein System, was dir die Sicherheit gibt, was dir natürlich Reifen spart, weil du nicht Bremsplatten hast, für die du auch eventuell gar nichts kannst, weil es Kurven innen immer blockiert und außen hast du aber noch Haftung. Haftung. Und deswegen und natürlich maximale Performance in der Kurve, beim Reinbremsen in die Kurve. Das sind alles nicht so messbare Sachen. Überkuppenbremsen, das ist natürlich ein Ding. Das wollen Ja, wir klar. definitiv zeigen, weil da sind wir Okay, ja, schwierig. ich würde sagen, let's go. Also es geht jetzt los. Reifen kalt, Slicks, kalter Boden. Die optimalen, schlechtesten Bedingungen, was geht. Ich habe das ABS jetzt erstmal ausgemacht. Ich habe die Waagebalken nach ganz vorne. Jetzt machen wir unsere erste Bremsung aus 100 ohne ABS und stellen dann da unser Männchen hin und gucken, wie viel wir mit ABS das Ganze verkürzen. Los geht's. Es sieht aus wie nur vorne. Nur vorne, okay. Ja, ja, also das war Bremsung Nummer 1 aus 100. Das war jetzt mal ein bisschen provoziert mit stehenden Rädern. Hier bin ich zum Stehen gekommen. Das heißt, da stellen wir jetzt mal das Männchen hin. Und jetzt mache ich das ABS mal ein. Und wir fahren mal auf Analogstufe 3. Mal gucken, wie viel schneller wird. Also das war Stufe 3. Was witzig ist, ist tatsächlich so, du merkst es unterm Fuß gar nicht. So, also du merkst es unterm Fuß vom Regeln her wirklich fast gar nicht. Wenn du jetzt langsamer wirst, dann fängst du es an zu merken. Aber so bei 100, wenn du reintrittst, merkt man es erstmal fast gar nicht. Digital, das ist halt wirklich das. Die User Experience, die wir bieten. Das heißt, was erwartet mich jetzt gleich auf digital? Knalliger. Also wirklich ruppiger, knalliger und so weiter. Ja. Ihr seht auf jeden Fall den Unterschied. Hier, bis hier und da. Also wir haben auf jeden Fall schon mal 15 Meter gerundet, würde ich mal sagen. Ja, Reifen sind halt immer noch arschkalt. Das hat sich doch vor die Kamera geschummelt hier. So, was sagt die Messung? 35,1 gegen 51. Aber 35 Meter ist auch schon gar nicht so schlecht, ne? Für kalte Reifen und so. Aus wie viel? 100. Ja. Also ich sag mal, gut wären wahrscheinlich 27 oder so. Kaltes Nix. So, ne? Aber wir machen noch ein paar. Das heißt, wenn ich jetzt auf 6 drehe, müsste es theoretisch kürzer werden. Nicht unbedingt. Es bietet dir mehr Freiheitsgrad, dass du besser modulieren kannst und selber zurücknehmen kannst. Das wollen ja viele Profifahrer. Ich modelliere hier gar nichts. Ich gehe einfach noch rein. Ja, dann. Kommt zum Stehen. Dann nein. Okay. So, nächster Lauf.
Mal noch kürzer? Ja, würde ich sagen, oder? Hört man oder sieht man von außen irgendwie was, das er regelt, vorne hin? Du hörst nur dieses ganz standardmäßige Reifengeräusch beim Bremsen, weißt du? Dass er kurz vorm Blockiert ist, dass er so an dieser Schluftgrenze arbeitet. Das war jetzt 6. Ja, war nicht davon aus, nicht mehr so homogen aus tatsächlich. Homogen heißt? Kontinuierlich Verzögerung. Er hat den Schluftband nicht mehr so geteilt. Ah, okay. Von außen raus. Und wie war es diesmal? 34,4. 34,4, aber immerhin schon relativ konstant. Ne? Dann machen wir noch mal ein paar. Aber wolltest du jetzt eigentlich schon ein Stoppie machen, oder? Wollt ihr schon ein Stoppie machen? Ja, ja. Fehlt dir nicht viel, oder? Sagt der Fachmann von außen? Sagt gut aus. Das ganze Auto brummt von innen. Also der regelt dann so krass. Ich bin wieder zurückgegangen auf 3. Und Reifen werden halt wahrscheinlich jetzt ein bisschen wärmer. Ne? Ich konnte ja mal ein bisschen wedeln vielleicht auf dem Weg. Ich muss jetzt mal eine Sache testen. Ich hatte jetzt die Bremse viel weiter nach hinten gedreht. Ich will jetzt mal einmal nach ganz vorne wieder zurück, um zu gucken, dass der Wert sagt. War länger, ne? Jetzt habe ich Bremse nach ganz vorne gedreht und ich glaube, man merkt jetzt, dass ihm definitiv hinten Bremskraft fehlt. Also er will das Auto hinten über ein bisschen runterziehen. Mal gucken, wenn du hinten nicht blockierst, also prinzipiell, wenn du voll übertrittst, vorne wie hinten, ist egal. Wie die Verteilung klar, ist, ne? Dann alle. Wenn alle regeln, regeln alle. Regeln alle. Dann ist es irgendwann egal. Und beim harten Antritt gleich alle rein. Wenn du natürlich dann aufhörst und nicht mehr nachtrittst, brauchst du natürlich mehr Kraft, um hinten den gleichen Druck aufzubauen und dann also die Kraftverhältnisse ändern. Wenn du dann nicht mehr hinkommst, dann ist es schlecht. Ja, cool. So, wir machen jetzt mal eine Sache. Dreh die Bremse jetzt mal nach ganz hinten, fahr einfach mal zurück und bremse einfach mal während der Fahrt, wo er sonst sofort hinten blockiert hätte, um das mal unterm Fuß zu merken. Also da ist halt ein ABS einfach Gold wert, weil ja, man kann halt einfach sich aufs Bremsen konzentrieren. Also ich habe folgenden Unterschied gemerkt, wenn ich die Bremse nach ganz hinten und einfach voll reintrete, merke ich, wie das Auto so immer wieder schiebt, also wieder so anfängt zu so pulsieren. Als wenn er wirklich dann hinten komplett aufmacht. Also man hat auf jeden Fall fast kein Pulsieren. Also das ist wirklich ganz wenig. Also jegliche... Alles analog bisher. Genau. Jegliche Bremsgeräusche sind auf jeden Fall lauter als dieses typische Rattern. Aber jetzt kriegt er so langsam Temperatur her. Ja, ich würde sagen auf jeden Fall geil. Schön. Das ja. Wichtigste, es funktioniert, man kann es konfigurieren. Alles weitere ist jetzt Arbeit. Aber was krass eben gerade war, ich habe Bremse wirklich nach ganz hinten gedreht. Das heißt, wir haben 60% hinten. Fährst da hinten runter, trittst einfach rein, das Auto bleibt dann schon gerade. Du merkst sofort beim Fuß drauflegen, dass er hinten anfängt zu regen. Aber ja, du brauchst sehr wenig Pedalkraft, wenn du ganz hinten bist. Und dann fährt aber einfach schön. Das heißt, man fährt jetzt einfach mit Gefühl auf die Rennstrecke. Ja, man kann sich jetzt wirklich aufs Bremsen konzentrieren. Oh, geil. Ja, ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr das wirklich gemacht habt hier. Wir sind noch nicht ganz fertig, weil wir haben schon mal irgendwann drüber gesprochen. Hoosier, ich weiß, ich habe es falsch ausgesprochen. Eigentlich ist es Hoosier. Nee, Hoosier. Das ist mittlerweile eine Tochterfirma von der Conti. Und ich habe tatsächlich den Versatz Sticks von Hoosier bekommen in der Größe. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall darauf freuen, da wird noch was passieren. Wir wissen noch nicht, was wir machen. Heute ist es zu spät. Entweder gibt es hier irgendwie noch einen Handy-Parcours oder eine Runde, eine Fastlap auf dem Wilsterberg. Keine Ahnung, wir werden sehen. Für heute erstmal genug. Jede Menge Technik. Danke fürs Erklären. Danke ans ganze Team. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.